Hallo, liebe YouTube-Fans. Achso, ich hab's ja ganz vergessen. Komm hoch, Digga. Da ist mein Hund, mein Biegelchen. Ich hab's ganz vergessen. Ich habe die neue Anmatz machen, die es ja mittlerweile bei YouTube gibt, die cool ist. Wie geht dir, Balu? Mach's mit. So, und damit herzlich willkommen. Wir machen heute, ja, mein Digga, wir machen heute ein kleines Unboxing-Video mal wieder, ein neues Unboxing-Video. Und in wenigen Tagen ist bei uns in Mecklenburg-Vorpommern Landtagswahl. Bei uns führt die CDU, da kommt die SPD, da kommt die AfD. Die ist mit drinne. Jeder wählt das, was er mag. Und wir haben heute ein Wahlwerbegeschenk bekommen. Jetzt wegen dem von der Linken. Und wir schauen mal, was heute da drin war. Und wir sagen mal, wer der Kandidat gewesen ist. Also, drin enthalten in dieser Tüte heute zwei leckere Brötchen. Lecker? Zwei leckere Brötchen. Und mal gucken, von noch was irgendwie. Also, sackgepackt ist sie. Ist die Linke nicht? Einmal Scheu und einmal Kirsche. Beide sind eigentlich Kirsche, ne? Na gut. Ja. Aber na gut, ist es so. Zwei kleine Marmeladengläser. Ich stelle mal einen mal so hin. Inhalt. Das steht auch schön. Also beides Kirsche leider. Keine große Auswahl. 28 Gramm. Kirschen, Zucker, Zitronensaft etc. Also ist von Art immer wieder dasselbe. Wo kommt das denn her? Aus A. Länderkennung A. Wer was damit was anzufangen? Bei mir ist entfällt es gerade spontan. Also das ist der Inhalt dieser Box. Zwei leckere Brötchen und dazu einmal Kirsche. Halten drin auch richtig. So. Einmal Kirsche gedüttelt. Der Rest ist leer. Gucken. Leer. Der Rest ist leer. Und dazu gab es noch eine Zeitschrift zur Wahl. Und da kann ich euch mal kurz jemanden vorstellen, der mir heute begegnet ist. So, mal gucken. Er ist schon auf der Seite 7 ist er zu finden. Ich wollte sagen, gut, dass keine Seitenzahl drin schien. Seite 7, da ist er. So, warte mal kurz bei uns, muss gucken, wie der Typ heißt. Trotzdem danke auch für euer Geschenk. Philipp Bock war der junge Mann, der mir heute Morgen begegnet ist. Ich versuche es mal zu zeigen. Von der Linken. Die ganze schöne Seite links. Das ist der Philipp Bock. Von der Linken heute schau zu wählen, aber demnächst zu wählen bei der Landtagswahl 2016 in Mecklenburg-Vorpommern. Egal wen ihr wählt, haben wir gleich mal kurz so wie es ist. Egal wen ihr wählt, ob rot, schwarz, grün, gelb oder was noch aus der Parteien gibt. Es ist wichtig, geht wählen. Wählen ist das Wichtigste, was es gibt, egal wen ihr nun nachher wählt. Hauptsache geht wählen, aber wenn nicht wählt, der meckert nachher am meisten wert. Warum wird die Partei gewählt? Ja, weil ihr nicht wählen wart. Hätte ihr eure Stimme zugeben, wäre eure Partei vielleicht eingezogen in den Landtag oder in den Bundestag. Das ist Landtagswahlen, aber es zieht ja für alle Wahlen, auch Europawahlen. Okay, das war das kurze Unboxing von der Tüte von den Linken. Und ja, ist das ganz wichtig, egal wen, Hauptsache wählen gehen. So muss sein. Also, abonnieren und teilen, abonnieren und teilen, abonnieren und teilen. Wir beide, er und ich, machen uns heute einen schönen Tag. Wir übernachten heute im Garten. Das ist mein Gartenlaube, also ein Schiff meiner Gartenlaube. Noch zum Vorbereitungsmaßnahmen, aber ansonsten, wir sehen uns bald. Euer Marco Lorenz. Ariel Potts ist so gut wie gedreht. Ich konnte nicht ganz machen, weil es jetzt nicht gelohnt. Die Wäsche hat was, wir hatten was zu wenig. Jetzt war es schon fast randvoll. Das heißt, das Testvideo von Ariel Potts kommt. Also, liebe Linke, liebe SPD, CDU, AfD, Grüne, Pandas, wenn es noch gibt, Kuschelbären und was da eigentlich alles umherkeucht und fleucht.
Zur Not geht man auf Facebook auf. Da gibt es auch eine, der heißt DVP. Die Volkspartei. Nur ein kleiner. Also, wen gehen? Die DVP ist auch nicht wählbar, ist zu klein, hat noch keine Mitglieder außer mich selber. Also, wen gehen? Wir sehen uns beim nächsten Mal zum neuen YouTube-Video. Also, ich bleibe wieder cool aus. Bis bald. Tschüss.